Meine Güte, was kann alles ein Ego anrichten? Es kann Partnerschaften zerstören, es kann Bewerbungsgespräche komplett auseinandernehmen, es kann einfach ein normales Gespräch mit fremden Menschen, bekannten Menschen komplett kaputt machen. Aber muss das sein? Absolut nicht. Was ständig im Weg steht, ist das eigene Ego. Und was das Ego killt, darüber sprechen wir jetzt. Hey, mein Lieben, mein Dieter. Heute geht es um das Ego und wie man das bändigen kann. Zumindest ein kleiner Aspekt. Denn das Ego kann immer wieder mal im Weg stehen in besonderen Situationen, wenn man sich beleidigt fühlt. Das ist eher das Ego und das sind nicht wir. Aber wie kann man das Ego in Schach, in Zaum halten? Es ist ziemlich simpel und deswegen halte ich dieses Video auch sehr kurz. Man braucht an sich nur die richtigen Fragen stellen. Ne? Wenn man sich selber die Frage stellt, wie gehst du mit dem Ego um? Oder wenn man jemand anders die Frage stellt, wie gehst du mit dem Ego um? Und derjenige sagt, ich habe gar kein Ego. Ja, dann spricht doch gerade das Ego heraus. Voller Stolz, ja, oder total beschämt im Sinne von, was soll das? Wie redest du mit mir? Das ist alles das Ego. Wenn wir uns selber diese richtigen Fragen stellen, wie zum Beispiel diese Frage, ja, was für ein Ego habe ich eigentlich? Bei was fühle ich mich verletzt? Wann gehe ich raus aus mir in der Verteidigung zum Beispiel? Ja, wenn ich mich richtig stark verteidigen muss oder rechtfertigen muss oder ähnliches, wenn es alles sehr aufwühlend und laut wird, dann ist das Ego präsent. Das Ego ist auch sehr schnell beleidigt, gekränkt und das kennen wir auch. Das kennen wir von uns selbst, das kennen wir von anderen Menschen. Der Witz ist, wir müssen das Ego nicht zerstören, ja, nach dem Motto, wir haben gar kein Ego, sondern wir dürfen einen besseren Umgang damit finden. Und damit fängt es an, dass wir uns selber bessere Fragen stellen. Wer fühlt sich denn beleidigt? Wer fühlt sich denn gekränkt, wenn du in der Fülle bist? Wenn es dir gut geht, bist du in der Fülle. Wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir vielleicht auch nur schlecht. Es muss nicht was mit dem Ego zu tun haben. Wenn du dich aber gekränkt fühlst und dann ausbrichst, ist es das Ego. Und da einfach mal wirklich Luft holen, das hinterfragen. Wer stellt gerade diese Frage in meinem Kopf? Geh ruhig gedanklich in den Dialog mit deinem Ego. Du kannst ihm selber sagen, warum fühlst du dich gerade gekränkt? Ja, guck mal, wie er mit uns redet. Okay, vielleicht hat er nicht gelernt, anders mit uns zu reden. Vielleicht kennt er nur diese Art und Weise und wir dürfen ihn darauf hinweisen, dass er gerne anders mit uns reden darf oder mit mir. Ja, also bitte tut euch selber den Gefallen und sprecht jetzt nicht so laut auf der Straße mit euch selbst, sonst werdet ihr irgendwann mal vielleicht eingewiesen, ja, oder eure Freunde entfernen sich von euch. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich wichtig, dass wir in den Dialog gehen mit unserem Ego. Es ist wie ein kleines, mucksches, beleidigtes und kraftvolles Kind. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird es ein großes Ego, was erwachsen geworden ist und noch kräftiger geworden ist und vielleicht sogar gewalttätig wird. Ja, also emotional und verbal. Diesen Aspekt sollten wir wirklich betrachten für die Zukunft, denn wir sind dafür verantwortlich, selbstverantwortlich, wie wir mit unserem Ego umgehen wollen, was einen Rieseneffekt auf die Menschen hat, mit denen wir umgehen, mit denen wir interagieren, mit denen wir sprechen, die wir lieben, die wir schätzen, die wir vielleicht auch nicht schätzen. Und wenn das Ego wütet, wie ein Tornado, ja, wie so ein tasmanischer Teufel, dann wird es schwierig für uns selbst, langfristig. Und deswegen dürfen wir schauen, wie wir einen besseren Umgang finden. Ein Aspekt ist bessere Fragen stellen. Luft holen, sich mehr Zeit nehmen und bessere Fragen stellen. Dann kommen wir wesentlich mehr in die Leichtigkeit, in die Klarheit und merken, dass wir nicht jedes Mal attached sein müssen, ja, dass wir nicht jedes Mal mit Emotionen reinspringen müssen und wir müssen mitgehen. Nein, wir haben die Wahl. Du hast die Wahl. Nimm dir mehr Zeit und du wirst mit der Zeit auch merken, es schult dich, nicht so impulsiv zu sein oder dem nachzugeben, dass du dann gekränkt bist, guck mal, wie er oder sie mit mir geredet hat. Das geht gar nicht. Okay, merkst du diese Energie da drin? Das geht gar nicht. Merkst du diese Energie da drin? Jemand ist beleidigt. Ja, letztendlich sind es am Ende doch nur Wörter. Wir bringen Emotionen mit rein, weil wir Bezug drauf bringen. Meistens, weil es Menschen sind, die einem nahestehen, die einem wichtig sind und die reden auf einmal so mit einem.
Kann natürlich auch sein, wenn es der Busfahrer ist, den wir überhaupt gar nicht kennen, der dann pumpig mit uns redet, dann ist es eine Verbindung mit etwas, was vorher gewesen ist oder dass wir generell ein gekränktes Ego haben. Damit dürfen wir auf jeden Fall lernen, umzugehen, und das ist ein Punkt, dass wir uns bessere Fragen stellen. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und kommentiere gerne für Anregungen oder Ideen. Und ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.